Toll. Hat uns der Typ doch tatsächlich mit... Ach, nö. Ah. Your current objective is to retrieve the prisoners. Ist mir egal. Ich renne da jetzt durch. Fulton Recovery Subject confirmed on board helicopter. So, mitnehmen. Ah, oh, dieser Typ, ey, ich reg mich jetzt über den auf. Weißt du, anstatt dass er mal so schlau ist und seinem Typ helfen will, nee, dann schnappt er sich das MG und haut da mir die Kugeln in den Arsch. Hi. So. Like a pro. Fuerte la ladera. Weißt du nicht, was es auf übersetzt heißt, aber man muss nicht alle Sprachen kennen. Wäre zwar schön, aber ist unmöglich. So, der Typ hat mich hier verraten, ne? Alter, nein, du hast mich nicht gesehen. Arschloch. So. Oh. Bitte nicht. So. Alter, ich bin so blöd. Oh, da wollte gerade einer, glaube ich, die Treppe hoch und dann, ja. Wo muss ich ihn hin? Ach, da. So. Haben sie da doch tatsächlich Claymore-Minen hingelegt? Zum Glück kann er die entschärfen. Ich meine, mit Claymores müsste er sich inzwischen auskennen. So, 5 Leute haben wir mitgenommen, das ist doch gut. Einen hübschen A-Rang haben wir mitgenommen und das ist doch gut. Das ist doch gut. So. Als Chef der Mother Base kann ich doch bestimmt auch sagen, dass wir mal eine Beachparty machen oder so. Ich meine, wir müssen ja auch mal irgendwie feiern oder so. Nicht? Hm. Schade. Mosin-Nagin Rang 3. Schön wär's. Ich muss eh gleich wieder 2 feuern, dann wird der Rang eh nach unten sacken. Um ein Level. You're fired. So. Was können wir denn entwickeln? Eine Panzermine, die wir nie benutzen. Und sonst nichts. Outer Ops? Nope. Schutzschild? Gut. Ah, die Mechs haben ein bisschen was abbekommen. Ich lass mal ein bisschen in Ruhe. Ich möchte mich um Metal Gear Sieg kümmern. Wie mache ich denn das? Feindliche Soldaten ausschalten. Setzen Sie alle feindlichen Söldner in dem bezeichneten Gebiet der Kaffeeplantage Cafetal Aroma Encantado außer Gefecht. Nicht tödliche Methoden wie den Feind K.O. zu schlagen, zu überfallen und zu betäuben sind akzeptabel. Schön. Passt. Ich überlege gerade, wir haben gegen Pupa, Cocoon und Chrysalis gekämpft und Peace Walker, haben wir auch noch Teile mitbekommen, haben aber immer noch keine Beinteile bekommen. Das gibt's doch nicht.
Wie machen wir denn das? Beinteile, ich meine Kopfteile. Ich meine, unser Sieg braucht ja auch irgendwie einen Kopf oder so. Achso, stimmt, ich muss ja alle ausschalten, das ist ja gut. Ich wollte ich sowieso gerade machen. Nein, ich habe gedacht, ich treffe den. Nein! Scheiße. So treffe ich dich nicht. Alter, ich hab den doch erwischt. Komm hoch. Jetzt setz dich nicht hin, du. Oh, ja. So, Schnauze. Parallel gucken, ob es irgendwelche Geheimdokumente gibt. Okay. Und jetzt? In die Mühle. Ja, ich mag die Special Ops Mission. Es gibt ja, glaube ich, auch. Ich weiß jetzt nicht, ob es schon bei Ground Zeroes ist, weil es ist ja nur der kleine Prolog von Metal Gear Solid 5. Aber ich weiß, dass es auch wieder Nebenmissionen geben wird. Es ist ja Open World, also das wird richtig cool. Ich schwärme jetzt schon davon, dass Metal Gear Solid 5 bestimmt eines der besten Metal Gear Solid Spiele überhaupt wird. Lassen wir uns überraschen. Wir werden sofort loslegen, sobald ich es in den Händen halte. Und ich hoffe, ich bekomme es am Release-Tag. Also, ich werde es natürlich so bestellen, dass ich es am Release-Tag bekomme. Ob es dann geliefert wird, dann die andere Frage. Hi. So, wo muss ich hin? Raus. Nee, da. Tataratam. Ich bin immer gut. So. Okidoki. Ich würde sagen, wir machen jetzt Schluss. Wir haben genug gemacht. Wir haben eine neue Versus Upstage bekommen. So. Okay, ja, komm. Wir machen jetzt Schluss. Ich meine, wir haben jetzt 2,75 Stunden aufgenommen. Also fast 2,75. 2 Minuten. 2 Stunden und 40. Ist ja fast dasselbe. So. Wir tun noch kurz zuweisen. Oh, ich kann's. Ich werde es nicht entwickeln können. Ich muss wieder 2 nämlich rausnehmen. You're fired. Einer ist in der Krankenstation? Oh. Achso, ja, er. Okay. Was können wir denn? Wir können das Mosin Nagant könnten wir, wenn wir genug Kohle hätten, natürlich entwickeln. Aber wir haben natürlich nie genug Kohle. Ich weiß gar nicht, wo unser ganzes Geld hingeht. Ja, das kann ich vergessen. Okidoki, wir speichern ab. So. Da hinten wird schon wieder gebaut. Ja, die weitet sich immer weiter aus und wird bestimmt noch größer. Ich weiß gar nicht, wie groß man die eigentlich bauen kann. Das sehen wir ja dann. Auf jeden Fall 1, 2, 3, 4 Helikopter-Landeplätze. Alter, ich würde da gerne mal rumlaufen. Kann man da nicht irgendwie rumlaufen? Das wäre doch richtig cool. Naja, okay. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei Metal Gear Solid Peace Walker, wenn wir weiter ausbilden, MSF erweitern und hoffentlich auch weitermachen mit der Story, mit Kapitel 5. Wir haben es angefangen, aber es gibt keine Haupt-Ops mehr. Keine Ahnung, ob wir jetzt sämtliche Special-Ops bekommen, machen müssen, um Kapitel 5 zu machen. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, ob es überhaupt storytechnisch weitergeht. Das sehen wir ja auf jeden Fall.
Es wird auf jeden Fall nächstes Mal weitergehen. Es wird nicht die letzte sein. Macht mir ja auch Spaß. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Herzlich willkommen zurück zu Metal Gear Solid Peace Walker. Die Hauptstory ist vermutlich zu Ende. Ich weiß es nicht. Es ist eigentlich gerade Kapitel 5 angekündigt worden. Und ja, wir befinden uns hier auf unserem Mother Base. Das ist ja nichts Neues. Und begeben uns natürlich gleich in die Einsatzwahl, weil ich weiß, dass wir das letzte Mal, bevor wir beendet haben, unsere ganzen Aufgaben beendet haben. Und wir müssen jetzt eigentlich nur noch Special Ops machen, weil Sedonov wollte entkommen. Den haben wir jetzt wieder geschnappt. Das Einzige, was wir nur noch machen könnten, ist einerseits Sieg fertig zu bauen, andererseits ist die ganzen Special Ops zu beenden. Was haben wir denn da? Den Cocoon haben wir ja schon. Chrysalis. Komm, wir machen ein paar Special Ops, danach können wir ja was anderes machen. Panzergefecht T-72U. Gegen den haben wir schon gekämpft. Achso, warte mal. So. Jetzt. Panzerfahrzeugkampf Love-Typ G. Commencing mission. You're in for some... Ja, ja. Ich weiß. So. Was nehmen wir denn mit? Natürlich unseren Kampfanzug. Ohne den gehen wir nirgendwo mehr hin. Pass mal auf, ich habe eine Idee. Du bist gut. So. Kampfanzug. Okay. Nochmal das weg. Das passt so. Wir nehmen noch eine MK mit. Und da ist die Gustav. Eine Granate. Eine Schockgranate. Nachschubmarker, Unterstützungsschlagmarker. So. Nur mal, um es kurz zu erklären. Das hier wird unser MSFler sein, der gegen die Panzer kämpft. Meist wegen MK. Dann können wir auch ein paar Leute mitnehmen. So. Snake hingegen wird dann für die AI-Waffen zuständig sein. Da müssen wir nicht die ganze Zeit die Ausrüstung ändern. Außerdem haben wir da ein bisschen Struktur mit drin. Und das muss man ja als Chef der MSF ja auch haben, ein bisschen so. Die Befehlsgewalt und dann auch richtig gut koordinieren können. Nicht wahr? Ach hier, okay. Was war das jetzt? Panzerfahrzeug oder Panzer? Panzerfahrzeug. Love-Typ G. Gepanzertes Kampffahrzeug Typ G. So, ich hoffe, es läuft alles. Ich habe nämlich parallel neben Outer City und Avermedia habe ich noch gerade was zum Rendern. Und ich tue auch noch was hochladen. Also volles Programm. Volles Programm heute. Ich hoffe, es funktioniert alles. Ich möchte einfach mal ausprobieren, ob mein PC das auch hinkriegen würde. Na, komm. Eieieiei. Hui! So, die müssten jetzt theoretisch angedackelt kommen. So. Mist, der weckt die wieder auf. Das will ich doch nicht. Ah, nein! So. Alle erwischt. So. Dann nehmen wir sie mal mit. Nein, 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 nein. Nicht umdrehen. Oh. Fulton Recovery Subject confirmed on board helicopter. So. Okay. Bitte, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Gut. So.
So. Jetzt komm schon. Bring deine Leute raus. Fahr nicht weiter. Ich weiß, da sind noch welche drin. Kann man eine Granate werfen? Ich werfe eine Granate. Ich hab's gesagt. Oh, jetzt gibt aber Gas. Alter, guck dir den an. Hüpsa. Yeah. Die kriegt jetzt bestimmt gerade voll Panik. Komm, wir ärgern ihn noch mehr. Hui. Yeah. Alter, das ist mies. Oh, oh. Aufpassen. Alter, stell dir vor, das wären wir gewesen. Ich krieg gerade leichte Panik. Sonntagsfahrer. Da kann ich noch besser Auto fahren. Halt! Doch noch alles gut. Soll ich ihn jetzt richtig nerven? Hallo! Ich dachte schon, jetzt wär's aus. Hüpsa! Und viel Spaß! Oh, geil! Der macht nix. Alter, das ist voll das Mobbing-Opfer. Der Arme. So, was macht er? Alter, ganz ehrlich, ich würde abhauen. Ich hätte jetzt schon Panik. Kuckuck. Nein! Scheiße! Nein! Das wollte ich nicht. Der hat es falsch verstanden. Arschloch. Scheiße. Ah. Bin ich da? Ich verpiss mich. Ach, da kann man hoch. Geh hoch. Geh hoch, geh hoch. Au, 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 au. Arschloch. Treffe ich dich? Ja, so nicht, wenn er wegfährt. Mal gucken, ob er weiß, wo wir sind. Ich halte mal die Gosch. Vielleicht sieht er uns nicht. Fährt denn der hin? Ich sehe ihn. Irgendwo da hinten. Also. Ja, läuft scheiße, wa? Oh, Alter. Was war das denn? Oh. Cool. Enemies close by, ich schieße ab. Der Feind ist in der Nähe. Ja, natürlich ist er in der Nähe, du Vollpfosten. Nee, was? Raketenwerfer? Sei noch beschugge. Eieiei. Halt! So. Der wollte gerade eine Granate werfen, hä? So.
Einmal, zweimal und dreimal. Wow! Junge, ist ja gut. Ich bin nicht idiotisch. Ich bin ein Held. Der Held der MSF. So. Mist. Haben die gerade mit einer Granate auf ihren eigenen Mann? Naja. Nein! Munition! Hier! Ja. Hier! Yeah! Die überfahren einfach ihre eigenen Leute. Bumm! Move Boa! Hübsa! Ja, bleib da stehen! Ja, geil! Nein! Oh! Schade! Grenade go around, bumm! Dass die auch immer stehen bleiben müssen. So. Na? Die hier. Was ist er denn? Ach da. Hi. So. Du weißt nicht, wo wir sind. Sage ich jetzt einfach mal so. Das war ja so klar. Aua. Gleichfalls. Ja. Verstehen. Na. Scheiße. Alter, er fährt so krumm. Fuck you. Alter, wie kann der überhaupt fahren, wenn er da draußen ist? Wo ist der? Headset, Kopf ab. Helm ab. Kopf ab wäre zwar gut, aber kontraproduktiv, wenn man ihn mitnehmen möchte. Oh, Alter, der Typ. Sonntagsfahrer, also der kommt auf jeden Fall nicht in einen von den Panzern rein. Ich würde gerne mal sehen, wie die dann den Panzer mitnehmen und so. Das interessiert mich voll. Minus 1, ja, ist halt so. Meine Güte. 17%, siehst du? Wir haben trotzdem den Tinger mitgenommen, das ist doch gut. Bad news, Snake. The Dornov's on the loose. Was? What? Again? It's funny. We took away his prosthetic and did a full body check. We even increased the guard. You think he had help? Impossible. Anyway, I'm adding a new mission. Locate and recover Zadornov. Alter, Höb, ich glaube, das wird jetzt das ganze Kapitel. Der wird die ganze Zeit ausbrechen und dann. Keine Ahnung. Rauchgranate rot. So, ja. So.
Kampfeinheit, 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 Kampfeinheit. Das war's. So. Gucken wir mal nach unseren Audio-Apps. Die haben wir ja auf Ruhepause geschickt, weil da war ja nicht alles so hübsch. Jetzt inzwischen sind sie wieder repariert. So. Mosin Legend. Rauchgranate blau. Was haben wir hier noch? Nachtsichtgerät. Perfekt. So. Okay. Ja, sucht man mal wieder nach Sedona. Suche nach Zdenov 2. Zdenov ist wieder aus der Mother Base entkommen. Suchen Sie ihn und bringen Sie ihn zurück. Snake, Zdenov disappeared from his cell again. Find him. Ja. Snake. Tigerstreifen. Karibikküste, Costa Rica, Bosque del Alba. Wo waren das? War das nicht da der Nebelwald? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich muss gerade überlegen. Also falls ja, dann scheiße. Ich hasse den Nebelwald. Es ist der Nebelwald, oder? Nee. Find Zdenov and bring him back here with Fulton Recovery. Yeah, ass shot. Nee, das ist, Ding, wo wir Chico geholt haben, oder? Ah, okay, das ist da, wo wir die allererste Mission hatten. So, in your face. Recovery subject confirmed on board helicopter. Hm? Ach cool. Wo kommt das denn her? Fulton Recovery Helicopter is complete. Ups. Nee, ich dachte, es sei ja. Ja, nimm man dich mit. So. Ich glaube, die. Sind es die? Irgendwie lassen die Munition fallen. Da liegt auch nämlich nochmal was. Da auch. Betäubung. Das ist doch cool. Wieso lassen die denn jetzt auf einmal das Zeug fallen? Ich meine, finde ich ja gut und so, aber... Hä? Verstehe ich nicht. Ich gucke auch parallel nach Dingen, nach Geheimdokumenten. Letztes Mal haben wir ja diese Rauchgranate da bekommen. Deshalb gucke ich hier jetzt einfach gerade ein bisschen. Weil ich wette, wir haben eh schon keine Ahnung, wie viele vergessen. Oder übersehen. Beides wahrscheinlich. Und ja, da kann man einfach jetzt mal ein bisschen gucken, ne? Wenn wir jetzt eh nicht mehr so viel Stress haben, da passt es schon. Aha. So, wo ist er? So, viel Spaß. Schläf ich eh gleich ein. Sag ich doch. In your ass, bitch. Ach, ist das schön. Na, sag ich doch. Kartonbombe. Bitte, was? So, der schläft. Ich guck mal nach da oben. Na, guck dir mal an. Freeze. Damn. Tschüss. Head for the recovery zone. Schön's schon da. I knew you could do it. Piece of cake, right? Aber hallo. Suche nach Zdenov 2. Einsatz beendet. Ja, ich weiß, wieso legt er sich dahin? Der könnte doch einfach rennen.
Nö, dann legt er sich irgendwo hin und wartet, bis man abholen. S-Rang! S-Rang! Papppanzer.